Wir hatten in den späten 1980er Jahren plötzlich einen Mitgliedschaftsknick in der Jugend. Also wir hatten über 3, 4 Semester lang kaum Nachwuchs, standen kurz vorm Ende sozusagen. Und das hat dann dazu gezwungen, sich mal an den Tisch zu setzen und mal Gedanken zu machen, was machen wir denn eigentlich falsch? Es kann ja nur so sein, dass wir irgendetwas falsch machen. Das war der Denkansatz, denn sonst würden wir ja, wie vergangene Jahre auch, Mitglieder haben. Und aus dieser personellen Not heraus, wir haben dann sogenannte Zukunftsarbeitsgruppen und Strategiediskussionswochenenden en masse geführt. Und aus dieser personellen Not heraus haben wir uns, ich sage jetzt mal bewusst, wir uns, ich will da gar nicht so tun, als wäre ich da der Antreiber gewesen, aber hat sich die Meinung durchgesetzt, die Splendid Isolation ist der verkehrte Weg. Wir müssen uns öffnen, wir müssen versuchen, eine andere Art von Außendarstellung zu schaffen und wir müssen vor allen Dingen eines tun, wir müssen uns öffnen für alle Bereiche, also was ich eben andeutete, gerade das Öffnen für Studierende, die mit dem deutschen Kulturkreis nicht vertraut sind, die aber nach dem alten Toleranzgedanken reingehören oder reinpassen, das müssen wir forcieren und das war ein Prozess, der einige Jahre gedauert hat, das zu diskutieren und die inneren Beharrungskräfte zu überwinden. Das hätte uns fast die Existenz gekostet.